Im nachfolgenden Versuch könnte man meinen, es sei Magie im Spiel. Wenn man jedoch die zugrunde liegende Physik kennt, bleibt keine Magie, sondern ein weiteres Aha-Erlebnis zurück. Ballons, es dreht sich um Ballons. Nehmen wir halt einen Ballon und stecken wir da hier hinein. Einen haben wir noch, stecken wir ihn da hinein. Ach, da ist noch einer drinnen. Stecken wir ihn hinein. Sapperlot. Nehmen wir noch einen Ballon. Es ist da unten ein Loch. Also ich bin direkt mit einem schwarzen Loch verbunden und dort verschwinden die Ballons. Deswegen bin ich ein schwarzer Anzug. Wenn man schwarz anzogen ist, kann einer ein schwarzes Loch nichts machen. Gut. Okay, die sind jetzt weg, gell? Blöde Geschichte. Die sind weg. Die sind den flüssigen Stickstoff eingefroren und damit wird drinnen die Luft flüssig und das Volumen wird ganz klein. Ja? Und jetzt, wenn man es dann herausgibt, kommen sie wieder. Werden sie wieder normal dick und sind normal verwendbar. Ja? Wie zu sehen war, verlieren die Luftballons ihr gesamtes Volumen, und zwar, wenn man sie in flüssigen Stickstoff eintaucht. Der Grund hierfür liegt in den Kondensationspunkten von Stickstoff und Sauerstoff. Wie Sie wissen, besteht die Umgebungsluft, die wir einatmen, zu etwa 20% aus Sauerstoff und zu 80% aus Stickstoff. Wie wir auch bereits erfahren haben, liegt der Kondensationspunkt bzw. der Siedepunkt von Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius, der von Sauerstoff bei minus 183 Grad Celsius. Das heißt, der gasförmige Sauerstoff in den Luftballons wird im flüssigen Stickstoff bis unter den Kondensationspunkt abgekühlt. Die Folge ist, dass der Sauerstoff flüssig wird und ein viel kleineres Volumen einnimmt als im gasförmigen Zustand. Da jedoch, wie eben erwähnt, der Sauerstoff in der Luft nur ca. 20% ausmacht, kondensiert nach genügend Zeit auch der Stickstoff, sodass das gesamte Volumen im Luftballon abnimmt. Wenn aber die Ballons aus dem flüssigen Stickstoff wieder herausgenommen werden, erwärmt sich auch der flüssige Sauerstoff und Stickstoff und sie wechseln wieder in den gasförmigen Zustand und die Ballons nehmen ihre ursprüngliche Form an.